Es war ein Spiel. Es sind Dinge passiert, die passieren eigentlich nicht. Das einen einfach nur umgehauen hat. Das ist genau das, warum ich überhaupt angefangen habe, Fußball zu spielen. Mit 2:0 führte Dortmund bereits gegen den VfB, sah lange wie der sichere Sieger aus. Es war allerhöchstes Tempo, das war Umschaltfußball vom Allerfeinsten. Mal nach der Halbzeit knallen wir erst einen Pfosten, mal dann das 2:0, denke ich, hochverdient, alles ist gut. Doch dann folgte der Wahnsinn. Der VfB ist zurück in diesem Spiel. Vedat Ibisevic, 71. Minute, 2:1. Da muss man die Mannschaft heute total loben, dass sie nach dem 2:0 überhaupt nicht den Kopf hängen lassen. Im Gegenteil, fußballerisch stärker geworden. Schieber vor Bayern Weidenfeller, Tor, 2:2. Julian Schieber. Schieber, wieder Schieber, es ist unvorstellbar. Der VfB Stuttgart führt mit 3:2. Wir haben nicht aufgegeben, das war wichtig. Und ich denke, nach dem 2:0 dann so zurückzukommen und noch 3:2 in Führung zu gehen, Dortmund ist natürlich eine klasse Mannschaft leisten, wo wir über den Kampf gekommen sind. Dortmund war klar die spielerisch bessere Mannschaft, aber wir sind über den Kampf gekommen, gehen dann in Führung und am Ende sind wir dann doch wieder die glückliche Mannschaft und da sind wir ganz zufrieden. Hummels. Und Tor! 3:3. Es war genau das Richtige. Nach dem 2:3 haben sowohl wir direkt mit der ersten Aktion wieder nach vorne gespielt, als auch die Fans sind aufgestanden, haben uns bedingungslos nach vorne gepeitscht, wie man so schön sagt. Tor! Tor! Tor für Borussia Dortmund! Perisic! 4:3! 87. Minute! Also es war von der Stimmung her, finde ich, mit den letzten Minuten, als wir Meister wurden, ganz klar mein Highlight bisher in der Karriere. Kommen zurück ins Spiel, machen fantastische Tore und kriegen es 4:4, auch ein wunderschönes Tor, kann man nicht anders sagen. Gentner! Gentner befällt 4:4! 4:4! 4:4! Das ist einfach Werbung für den Fußball und ich finde, es gibt ja immer wieder Gründe, warum man diesen Sport macht und der wird leider in dem ganz hektischen Geschäft oft vergessen und heute ist, hat man es klar gesehen, das sind Emotionen pur, einfach Freude und beide Mannschaften haben heute keine Niederlage verdient. Das Ergebnis ist für uns nicht zufriedenstellend, zu Hause unentschieden ist nie gut, egal gegen wen, sagen wir vielleicht, wenn wir gegen Barca spielen, dann ist es vielleicht noch okay, aber auch da wollen wir eigentlich gewinnen, theoretisch. Deswegen ist das Ergebnis nicht okay, aber genau diese spannenden Fights sind im Sport das, was man sehen möchte. Und dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Danke Dortmund, danke Stuttgart für dieses Spiel, das schon jetzt Fußballhistorie ist. An den 30. März 2012 werden sich noch viele erinnern, an das Spiel, das einen einfach nur umgehauen hat.